Servus Freunde der gepflegten Rollenspielunterhaltung, zurück zu The Elder Scrolls 5, Skyrim. Das Pferd gehört anscheinend keinem, aber ich kann es nicht, also ich will es nicht stehlen. Schade eigentlich. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Hohorodga. Und wollen eigentlich... Eigentlich will ich hier nur meinen Schrei erlernen. Ist dort vorne ein Freund oder ein Feind? Wer oder was sitzt da einfach auf seinem Pferd? Wer bist du? Und dahinter ist noch einer. Kann ich mit dem nicht reden? Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt geht weiter, sonst befehle ich meinen Wachen, euch anzugreifen. Ein lustiger Bart. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr ich habt habe euch nichts zu sagen. Findet jetzt ihr geht unser weiter, sonst befehle ich meinen Einsamkeit. Wachen, euch anzugreifen. Tja, die können es versuchen. Was für Wachen? Das ist bloß einen Typ mit einem lustigen Schnurrbart. Mehr ist da nicht. Die Schneebären will ich haben. Die Schneebären sind bestimmt für einen leckeren Trank zu gebrauchen. Schaut mal, ein Widder oder was ist es? Steinbock? Noch einer. Herrlich. Ah, der Schnee hat aufgehört. Oh! Habe ich euch richtig gehört? Gerade so gehört. Gerade so gehört habe ich sie. Na gut. Was ist denn hier oben? Der Pfeil deutet direkt da hoch. Also gehen wir mal dort hoch. Scheint auch hoch zu gehen. Sieht nach einem Weg zumindest aus. Wow, wow, halt, 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 halt. Halt, halt, halt! Ah, halt! Ah. Lydia! Oh! Oh! Der Bär ist zu mächtig. Lydia! Ich rette dich! Der hält zu viel aus. Nein. Lydia ist erledigt. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Ich kann nicht mehr rennen. Der Bär ist hinter mir. Lydia. So viel dazu. Tja. Der Bär hat mich zerfetzt. Das war ein zu mächtiger Gegner. Im Vanillaspiel war der noch einfach. Nein, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Nein. Hat das jetzt schnell geladen? Oder ist mein teilweiser Fortschritt, also die zwei Wölfchen, die ich besiegt habe, gespeichert? Ist doch blöd, da ich mich noch nicht richtig ausgerüstet habe, also ich wollte nur das angezogen, was ich in Helgen oder so getroffen habe. Ihr hattet nichts zu sagen, ich könnte euch töten, na gut. Vermutlich, also der Bär, der war schon eine harte Nuss. Hey, ihr da, was seid ihr jetzt? Ziege, Ziege sind es. Ziegen. Ach, Lydia. Ich hab's bloß mal angestupst. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Hier, die Wölfe. Bringen die lieber um. Diesen Kampf könnt ihr nicht gewinnen. Hast du... Oh, du Blöder. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen.
Lydia, lass die Ziegen in Ruhe. Die Ziegen haben dir gar nichts getan. Ich habe sie bloß mal angekratzt. Lydia, komm. Bei Fuß. Bei Fuß, Lydia. Ach, herrliches Gebiet. Sieht herbstlich aus, ja. Dort oben ist noch ein Hirsch. Okay. Ich höre doch wieder was. Nein. Ich bilde es mir nur ein. Da mache ich auch schnell speichern. Man weiß ja nie. Ein majestätisches Tier. Ein majestätisches Tier war das. Ja, warum nicht? Was haben wir hier drüben? Okay. Eine Höhle. Wartet. Wartet. Ich kann mich erinnern. Da waren Bären. Ist das dort vorne ein Wolf? Tatsache. Halt! Ich höre. Ich hab noch einen gehört. Ah, Lydia, bist du auch wieder gekommen? Hast die Ziege erlegt? Hast wenigstens einen Ziegenbraten mitgebracht? Unfähiges Pack. Dieser Wolf, meine ich. Jetzt muss ich aufpassen. Schön durchs Gras schleichen. Kein... Was? Wie? Von wem? Warum? Egal. Was? Ich höre einen Bär. Renn, Lydia! Wir lassen uns nicht mit Bären ein. Noch nicht. Zumindest keine Schneebären. Schneebären sind vielleicht noch eine härtere Variante des Bären. Elch, okay. Ach, schaut euch das an, das ist herrlich. Iverstadt. Auch herrlich. So, wir sind am Zielort, oder wie, oder was, oder warum, oder... Wo ist mein Ziel? Da vorne irgendwo. Iverstadt Wächter. Der Weizen? Tatsächlich. Vielen Dank für euer Gemüse. Fastred, ich möchte mit euch... Was? Was ist denn nun wieder? Wilhelm sagte, er hätte euch mit einem Pilger auf den 7000 Stufen reden sehen. Ich habe euch gesagt, dass ihr dort nicht hingehen sollt. Ich weiß, aber ich wollte nur einen Moment lang mit ihm reden. Das hört jetzt auf. Diskussion beendet. Okay, was ist hier los? Ihr reist herum? Ja. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Ich sehe schon. Du bist hier... Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Du bist ich hier habe gehört, sehr glücklich. Dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Okay. Also verzeiht mir, wenn ich ein bisschen angespannt bin. Was hast du zu sagen? Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach... Ich verkaufe Weizen, den ich bei euch angebaut habe. Das ist der einzige Grund. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Nein! Ach, ich wollte bloß ein Weizen verkaufen. Naja. Okay. Natürlich, geht. Alle ihr könnt anderen aus der das Stadt. Auch. Hier gibt es nichts. Hier gibt es echt nichts. Okay, dann gehe ich wieder. Tschüss. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochort gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Sie haben mich noch nicht in das Kloster ihr redet gelassen. Miteinander. Beachtet mich gar nicht. Vielleicht. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ja. Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Was bringt ihr dorthin? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. Wie, was und als Gegenleistung? Achso, was kriegst du dafür, ja? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Ich muss ja sowieso da hoch, soweit ich mich erinnern kann. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Okay. Sollte ich auf Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Naja, dann ist ja... Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Ach, ausrutschen. Kleinigkeit. Dort sehe ich einen Bär. Seid vorsichtig dort oben. Alles klärchen. Diese Quest noch zusätzlich. Ist beides dort oben, also passt. Dann gehen wir mal da hoch, oder? Legen wir uns mit einem Bären an? Versuchen wir es mal mit dem Bären hier anzulegen, wenn er uns noch nicht gesehen hat, vielleicht? Nein, nein, nein. Das lassen wir für ein anderes Mal. Wir werden jetzt... Also, YouTube, ich verlange von euch, dass ihr jetzt mitzählt. Nein, natürlich nicht. Ich werde mitzählen. Oh, ich habe mich schon verzählt. Verdammt. Dann wandeln wir diese Treppen hinauf. Ein paar Wölfe können uns auflauern. Ja, okay, Wölfe. Ziegen gibt's auch. Lol. Skeever. Dich habe ich hier gar nicht gesehen. Es kommt davon, wenn man diese Sicht so komisch macht. Was ist mit dir? Okay. Es kommt davon, wenn man die Sicht so komisch hat. Wenn ich das so mache, dann hätte ich ihn mit Sicherheit gesehen. Aber so? Habe ich zwar einen wunderbaren Rundumblick, aber die kleinen Details für die kleinen Ratten, genannt Skeever, die entfallen mir einfach. So, wieder eine Ziege, die von mir wegrennt. So wie es sein muss. Führe mich, Ziege, führe mich zu deinem Meister. Zum Teufel. Zu den teuflischen alten geifernden Männern. Oh, schau mal einen an, wer ist denn da? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka. Ja, das habe ich schon gehört. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Gott? Was macht ihr eigentlich? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Also, besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten. Okay. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu bringen. Jetzt fängt es das Regnen an. Und jetzt hört schon wieder das Regnen auf. Halt. Wo? Ich habe Wolfsgeheul gehört. Da. Wir schleichen uns an ihn ran. Wir werden uns ranschleichen. Na, klasse. So viel zum... Lydia, verteidige mich! Das ist ein Eiswolf! Wolf! Kill ihn! Oh, der war knapp. Der hat mich fast erwischt. Halt, hier geblieben.
Deinen Pelz möchte ich gerne. Dann kannst du weiter darunter rutschen. Und? Flieg, Wölfchen, flieg! Wie es denn wegschleudert. Ja, genau, Lydia. Mach dich warm. Hier oben ist es kühler. Ich hoffe, ich heile mich rechtzeitig für die nächste Begegnung. Was auch immer uns hier oben erwartet. Oh. Wölfe. Noch mehr Wölfe. Waren es gerade zwei heulende Wölfe? Einer war ja gerade übel. Sicht wechseln. Diesmal. Hey, er ist tot. Ist dann noch einer? Nein, scheint nicht so. Cool. Und danke für den Pfeil. Habe ich meinen Pfeil wiederbekommen. Okay, das war das. Komisch, wo ist denn der Regen jetzt auf einmal hin? Die ganzen Wolken sind verschwunden. Wie aus dem Nichts. Nee, wie ins Nichts. Okay, hier gibt es eine hohe Population an Ziegen, muss ich feststellen. Oh, schau mal eine an. Lydia, du... Lol? Achso. So, ausgeschüttet. Kann man ja wieder hinlegen. Oh, halt! Wo kommt der auf einmal her? Lydia, ich rette dich. Ich habe keinen Plan, wo der auf einmal herkam. Das war wahrscheinlich die Rache der Götter, dass sie ihren Schrein hier gerade beraubt habe. Tja. Oh, warte. Was ist Moonforge? Was ist das? Was ist das? Moonforge. Zum Herstellen. Ach, so bloß. Hier kann ich... Wow, Witch King Sword. Hier kann ich die ganzen Klingen von Herr der Ringe machen. Ein Elfenbogen. Feuerholz? Stahlbarren? Silberbarren. Schade, dass ich das nicht habe. Das ist ja cool. Ah, hier geht es also. Deswegen war der Ort schon auf meiner Karte. Dieses Zwitschern hört sich irgendwie nach... Hören sich so nicht Fledermäuse an? Ist eine Höhle in der Nähe? Oder Ähnliches? Ich weiß es nicht. Wie weit geht denn das denn noch? Oh, der Weg ist noch... Wir haben gerade mal die Hälfte. Ich glaube, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und da gehen es einfach die Treppen weiter hoch. Habt ihr mitgezählt? Ja, ich auch. 3500. Wir haben genau die Hälfte jetzt gerade erreicht. Danke fürs Zusehen. Ciao.